Moment. Jetzt nehme ich den. Nur um hier vorne hinzufahren. Und halt einfach in die Grube. So, dann fahren schön gemäßigt. Der Mondverkehrsordnung folgend. Yay! Yeah. Oh. Er ist nicht so gut. Kann man hier auch umschalten? Nee, ne? Nee, es gibt nur einen Waffenangriff. Reicht aber. Ich bin völlig zufrieden damit. Tja, hierhin war er unterwegs. Da leuchtet was, da leuchtet was. Das ist meins. Das gehört mir. Das brauche ich. Das Chester SA-2 ist. Das sieht aus wie ein Scharfschützengewehr. Mhm. Man muss, wenn man auf so ein. Oh. Oha. Oh. Ich wollte gerade sagen, man muss aufpassen, wenn man auf so einem Fahrzeug sitzt, weil es Leute gibt, die einen hier sehr gerne und sehr kräftig runterboxen möchten. Und es gibt ein paar Gegner, die können Haftgranaten werfen, was ich zu meinem Leidwesen bereits feststellen musste. Oder gibt es schwere Munition? Ich habe gerade schwere Munition gesehen. Wir haben noch keine schwere Waffe, aber schon schwere Munition. Irgendwas schießt da ganz böse. Haben wir. Ach, ich sammle jetzt erstmal die Munition hier ein. Die Munition? Hier war. Eben war hier schwere Munition. Oh, wir haben auch. Wir haben doch eine schwere Waffe. Wir haben einen Raketenwerfer gefunden. Ein Raketenwerfer. Es gibt drei Arten von schweren Waffen. Den Raketenwerfer, das schwere Maschinengewehr und, wobei ich weiß gar nicht, ob es ein schweres oder ein leichtes Maschinengewehr ist. Es sieht auf jeden Fall schwer aus. Anscheinend hat er hier ein Lager aufgeschlagen. Mal sehen, was er hinterlassen hat. Und Schwerter. Ich habe allerdings noch nie ein Schwert gefunden. Und ich glaube, die Schwerter sind auch relativ neu. Ich mache das auch mal, was der gerade gemacht hat. Hoffentlich klaut er mir jetzt nicht meinen Leiter. Es geht darin um einen Ort namens Tempel von Crota. Ist das hier? Ist gar nicht weit von hier. Heliumspulen öffnen. Cool. Heliumflamente. Oh nein. Beute. Loot. Oh, ein Event. Das ist cool. Diese Events, habe ich bislang ja immer im Stream verkackt, aber jetzt müssen wir nur rausfinden, wo das ist. Wir kriegen Ärger. Ja, aber meine Frage ist, wo? Da drüben oder hat das Schiff gerade... Ach Mann! Wo ist das Event? Wo ist denn das Event? Ist es da drüben? Da ist so ein Strahl und... Ja, das sieht gut aus. Das ist das Event. Hab das Event gefunden. Und da ist jetzt so ein fettes Vieh gekommen. Und ich so bababababab und das gleich so bam und ich weg. Also wenn ihr versteht, was ich sagen will... Ah... Ja. Wow. Die sind ja überall. Runter da. Also wir müssen uns natürlich erstmal den Rücken frei halten. Und dann hoffentlich zusammen mit den anderen die Gemeinschafts... Also als Gemeinschaftsaufgabe diesen Läufer zerstören. Das wäre extrem fetzig. Nochmal.
Die Sache ist nur, der Läufer ist extrem stark. Und die anderen Leute scheinen sich nicht dafür zu interessieren. Und die Musik ist gerade mächtig laut, oder? Dom, dom. Ja. Jetzt gerade ist das Spielsound schon krass laut, hat Ilya gerade geschrieben. Hat sie wohl recht mit. Hm. Oh, der guckt mich an. Das Problem ist, es sind so viele andere Viecher hier, dass ich mich nicht auf den großen Moppel konzentrieren kann. Ja, komm, so. Vielleicht kann ich ihm aber meine Super entgegenwerfen. Super! Das hat ihn ja sehr interessiert. Ach, Kacke. Mann, wie viele gibt's denn von den Viechern? Ja, jetzt kommt auch noch... Was? Aber Dexter ist in der Nähe. Der wird mir helfen. Vielleicht. So. So, pass auf. Jo, da habe ich ihm aber eine verpasst. Da guckt er aber ganz komisch. Und jetzt auf den Kern. Jawohl. Aua. Was ist das da? Nicht gut auf jeden Fall. Und einen in den Hintern. Oh, das wird noch was. Habe ich noch Munition? Ich habe noch eine. Und in den Hintern. Da guckt er komisch. Und jetzt mit dem Solarschaden. Ich glaube, auf die Beine muss man schießen. Oder in Deckung gehen. In Deckung gehen ist auch gut. Da hinten war es gerade. Dieser Kampfläufer hat natürlich keinen Kopf, sondern andere kritische Stellen, die man immer wieder treffen muss. Zum Beispiel jetzt den freigelegten Kern. Aua. Ich hoffe, es gibt was Schönes. Oh, Skype-Flügel. Schöne Schuhe. So nebenbei. Er ist fast kaputt. Wir haben keine Zeit mehr, ja. Egal, dann... Na, keine Munition mehr. Ah, das gibt's doch nicht. Verreckt doch endlich. Ah. Muss halt ein bisschen auf meine Gesundheit achten. So. Wow, keine schwere Munition. Ja, nachladen. Ah. Jawohl, das sieht. Gut gemacht. Das hat 3 Lichtpartikel gegeben. Und es explodiert alles. So. Puh. Das war Adrenalin. Und es hat fast die gesamte Munition gekostet. Aber solche Events mag ich total. Das wertet den Spielfluss enorm auf. Und jetzt muss ich mal kurz in den Chat gucken. Ja, Rexoda, das ist okay. Eine Freundschaftsabfrage ist okay. Da ich den Streamer aufzeichne, muss ich sagen, jetzt ist es noch okay. Ich weiß nicht, wie das in ein paar Wochen aussehen wird. Irgendwo ist ja auch bestimmt ein Limit bei der Freundesliste gesetzt. Aber Rexoda ist okay.
schick mir eine Freundesanfrage. Ja, und genau, die Beine von dem großen Ding. Habe ich versucht. Wo wir jetzt gerade so eine kleine... Boah, mir geht immer noch die Pumpe. Wo wir jetzt gerade so eine kleine Pause hier haben. Wie ist es? Soll ich gleich mal den Sound anpassen? Soll ich das Mikrofon lauter oder leiser machen? Also Elea meinte ja gerade, dass im Kampf der Spielsound schon sehr laut ist. Deswegen könnte ich das Mikrofon lauter machen. Nur habe ich es ja gerade im letzten Stream leiser gestellt, damit man vom Spielsound überhaupt was hören kann. Also ich würde sagen, solange mich die ganze Zeit noch verstehen können, ist es okay. Aber ihr solltet mich dann halt auch gut verstehen können. Auch im Kampf. Rexoda findet, das passt so. Das ist okay. Das Event war so krass. Grüß dich, Monroe. Muss ich dann wohl demnächst nochmal selbst entscheiden. Ich lasse das jetzt erstmal so, sonst habt ihr zwischendurch auch wieder diesen hässlichen Bildschirm. Na, das gibt's doch nicht. Ich brauche eine andere Waffe. Ich brauche dringend eine andere Waffe. Im letzten Stream fand ich die Pistole noch total cool, aber jetzt... Höher, höher, höher. Ja, geschafft. Und hier gibt's noch mehr von diesen Leuchtedingern. Heliumspulen. Hallo? Hält ihr mir einfach seinen Hintern ins Bild? Was für eine Frechheit. So. Dann wollen wir mal gucken, was ist unsere Aufgabe hier? Wir haben jetzt gerade... was haben wir gerade gemacht? Wir haben... Dieser Kampfläufer hat mich total aus dem Flow gebracht. Wir haben jetzt gerade das Ding hier untersucht. Und was ist dabei rausgekommen? Entdecke einen verborgenen Tempel, wo der Hüter verschwand. Das kann doch nur die Stelle sein, die wir schon gefunden haben, oder? Ja, so siehst du aus. Und patz! Upgrade freigeschaltet. Da seht ihr es, das ist gerade aufgeploppt. Während man ganz normal kämpft, da ploppt das nächste auf. Leveln die grünen und blauen und höherwertigen Ausrüstungsgegenstände einfach so mit und kriegen dann bessere Fähigkeiten. Und hier oben ist eine Lootkiste und ich freue mich total. Loot! Heliumflamente. Filamente. Entschuldigung, ich verlese mich die ganze Zeit. Heliumfilamente. Ich muss aber auch sagen, dass ich noch nie das Wort Filamente gelesen habe. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Aber ich freue mich, dass wir sammeln können. Hier ist eine Höhle. Mit Loot vielleicht. Ganz ohne Loot. Schade. Da ist Dexter wieder. Hallo, Dexter. Du altes Fröbelgesicht. Ich dachte immer, das Auge sei der kritische Punkt, aber habe ich mich wohl geirrt.